Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Thomas Klein und hier geht es um die Visa-Aktie. Visa-Aktie, einer der absoluten Supertrends nach wie vor. Man sehe mal hier kurz, was hier in der Corona-Krise passiert ist. Also dieser kleine Höcker hier, das war der Corona-Schock. Ja. Und auf eine 5-Jahres-Sicht einfach wie einer Schnur gezogen, letztendlich, trotz Corona. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, in den letzten 5 Jahren haben wir uns in der Verdreifachung, also 300%, könnte man durchaus sagen, okay, in 5 Jahren wahrscheinlich sind wir um die 500, $600, stehen wir hier sehr, sehr gut. Es sagen natürlich auch viele, naja, Visa, schwierig wegen Kryptowährung, Online-Shopping, alles verändert sich im Bezahlmarkt, PayPal und so weiter. Wer sagt denn, dass hier nicht auch Visa Card daran partizipieren wird? Visa Card, Schrägstrich Master, die haben nun mal das Monopol, ja, in der Online, in der Kreditkarten, also Online-Bezahlung, geldlosen Bezahlung weltweit. Ja, also du kannst mit einer Visa wirklich überall bezahlen. Ja, wenn du mal, sagen wir mal, sehr viel reist oder mal sehr viel verreist bist, international, global, also nicht nur innerhalb von Europa oder so, dann weißt du bestimmt, von was ich hier rede. Ja, du könntest theoretisch irgendwo in der Savanne sein, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Visa-Karte akzeptiert wird, ja. Und also auch dieses ganze Phänomen des Online-Shoppings und hin zu Amazon und dass alles online läuft, ja, auch dieser Gewohnheitsfaktor, wo ja Amazon sich verdoppelt hat über die Corona-Krise, auch davon profitiert natürlich Visa, ne? Ich kaufe mir jetzt sehr viel Sachen über Amazon. Ja, sehr viel Sachen. Sehr viel mehr wie vorher, vor der Corona-Krise. Und wie bezahle ich das? Mit meiner Visa-Karte. Surprise, surprise. Ja. Also, hier kann man sogar einen Optionsschein, wenn man jetzt nicht so viel Cash hat, wirklich in Ausnahmefällen würde ich das nur machen, einen gehebelten Optionsschein, aber auch nur ganz leicht gehebelt, vielleicht Faktor 4 oder so. Und mit sehr langer Laufzeit, damit du halt auch sozusagen immer wieder Rücksetzer eben ausbalancierst und einfach genug Zeit hast, dann den Optionsschein auch immer irgendwann wieder zu verkaufen. Wir in Deutschland haben halt das Glück mit Optionsscheinen, das zum Beispiel in Amerika gibt es das gar nicht, die haben halt nur Optionen, die sind wieder bei uns teilweise verboten. Also, long story short, ist eine Aktie, die ich natürlich habe und deswegen auch gar nicht empfehlen darf, wann kann man was, also bitte schön immer im eigenen Risiko, wie immer, ja. Ich bin ja auch kein Berater oder irgendwas. Das ist ja diese Gesetze, ne? Also nur ganz irgendwie zertifizierte Berater dürfen irgendwie beraten, ja, und die sind dann meistens die schlimmsten von allen. Aber gut, wir akzeptieren natürlich die Gesetze. Ja, also alles klar. Und von daher aufs eigene Risiko, bitte. Also, kann man nicht viel falsch machen. Nach wie vor ein super Papier. Gehen wir auf 10 Jahre. Ja, genial. Ne? Verzehnfachung in 10 Jahren. Also bis zur Rente. Bis ich in die Rente gehe, hat sich das Ding wahrscheinlich nochmal verzehnfacht. Bis dahin ist wahrscheinlich der Euro auch schon fast nichts mehr wert, aber auf jeden Fall hast du die Inflation geschlagen. Und das ist ja mal das höchste Ziel, ne? Mit deiner Ersparnis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.